Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Haus von Stream. Heute Morgen wieder zu einer erneuten Folge Sport. Und zwar werden wir an den Übungen anknüpfen von gestern. Es ist wieder ein bisschen sehr laut hier bei mir wieder im Hintergrund. Kann man leider nicht verhindern. Und ich habe heute mal neue Socks an. Da bin ich mal gespannt, wie die so im Test sind. So, wir fangen an im Schneidersitz. Dehnen uns wieder. Wir nehmen einmal die Hände nach oben. Nehmen die Handflächen nach außen. Strengen uns einmal nach oben raus. Machen uns lang. Atmen ein und atmen wieder aus, kommen mit den Händen dann nach unten. Und wieder einatmen. Dann nehmen wir die Handflächen wieder nach innen und dehnen uns einmal zur linken Seite. Und dann zur rechten Seite. Strecken dann die rechte Hand zur anderen Seite raus, Richtung Wand und ziehen die Seite lang. Die Hand aufs Knie, drehen uns zurück und schauen nach vorne. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite natürlich auch. Ich drehe mich gerade in die falsche Richtung, ich merke es gerade selber. Und dann kommen wir wieder einmal in den Vierfüßler. Strecken das Becken raus. Heute auch mal, wie ihr seht, den Gymnastikball rausgeholt. Dazu machen wir auch gleich noch was. Strecken das Becken raus. Und werden nun wieder abwechselnd einmal den Rücken aufwölben, Becken abkippen lassen und wieder zurück. Schön Schultern nach unten ziehen, während wir uns aufwölben.
Schultern zurückziehen, während wir uns nach unten biegen. Und dann kommen wir in den herabschauenden Hund. Das ist interessant, weil die haben auch Gumminoppen dran, die Socken. Wir treten einmal in die Ferse, abwechselnd auf beiden Seiten. Kommen dann wieder immer nach vorne in die Gerade und wieder zurück. Abwechselnd. Dann kommen wir wieder mit den Knien auf den Boden. Wir nehmen einmal wieder die Ellenbogen nach vorne und kommen dann wieder mit dem Bein nach oben in den quasi herabschauenden Hund. Und wieder zurück. Einmal nochmal in die Gerade, diesmal langgestreckt nach hinten raus und Hüfte nach links und rechts kippen. Ja, da hat es ein paar Mal geknackt. Und dann kommen wir einmal in die Cobra 1. Dann kommen wir Richtung Boden. Positionieren unsere Beine leicht angewinkelt auf die eine Seite. Kommen mit der Schulter zur Seite und drehen uns mit beiden Händen in die andere Richtung. Das ist gar nicht so einfach, denn wir wollen das Becken nicht vom Boden verlieren. Das Gleiche machen wir zur anderen Seite. Kommen dann zur Mitte zurück. Etwas nach oben robben, glaube ich. Wenn wir schon am Boden angekommen sind, machen wir wieder unsere Beckenübung. Wir nehmen einmal die Knie nach links und rechts. Ziehen auch hier wieder das rechte Knie nach unten zum anderen Knie.
wechsle natürlich auch die Seiten. Und nehmen dann wieder Anspannung ins Bein, indem wir mit dem Oberschenkel in unsere Handflächen eindrücken und die Ferse Richtung Decke ziehen. Dann lassen wir wieder locker, einmal ausschütteln lassen und wir bewegen das Bein diesmal nach rauf und runter. Fußspitze nach oben zeigend. Und dann drehen wir uns leicht mit der Hüfte zur Mitte. Nehmen das Knie nach unten zur Seite und drehen unseren Arm zur anderen Seite hinweg. Wieder zurück gerollt, wechseln einmal die Seiten. Locker lassen, mal ausschütteln und das Bein rauf und runter. Und auch hier drehen wir uns einmal etwas seitlich mit der Hüfte, kommen mit dem Knie nach außen, drehen uns und strecken die rechte Hand aus. Dann kommen wir zurück in die Mitte. Nehmen einmal beide Füße zueinander, Schultern nach unten ziehen und wir strecken einmal das Becken nach oben hin raus. Wieder zurück nach unten und das ist dann ja ein guter Übergang zum Ball. Leider hat mein Ball schon etwas gelitten, hat schon schwarze Streifen abbekommen,
da ich den falsch positioniert habe und der ein bisschen Lack abgekriegt hat. So, wir versuchen mal eine Übung, die eigentlich fast jeder, glaube ich, kennt. Ich habe schon lange nichts mehr mit dem Ball gemacht. Und zwar, wir haben auch einen recht großen Ball. Wir versuchen einmal mit den Füßen den Ball nach vorne zu den Händen zu reichen und wieder zurück. Natürlich auch bis nach ganz unten. Habe ich ihn nicht richtig gegriffen. Natürlich habe ich mir auch einen Ball in Lila geholt, ist ja klar. Passend zu Kombi und Orange hier. Und dann setzen wir den Ball wieder ab. Ich möchte eine Übung ausprobieren, die ich wahrscheinlich nicht so realisieren kann, aber ich versuche es zumindest einmal. Und zwar kennt wahrscheinlich auch jeder, dafür muss ich die Matte natürlich ein bisschen verschieben. Halte das Gleichgewicht auf den Ball. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, ohne dabei sieht auch lustig aus, wie der halbe Kopf abgeschnitten ist. Das ist gar nicht so einfach. Es klingt zwar einfach, aber es ist nicht einfach, das Gleichgewicht zu halten und dabei den Boden, ja, nicht zu berühren. Sieht wahrscheinlich immer ziemlich witzig aus. Das ist wie Riding on the Horse. Ich finde, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Ich fixiere wie immer einen Punkt vor mir, aber ich tendiere immer zur rechten Seite, warum auch immer. Jetzt raus die linke Seite. Ist eine gute Gleichgewichtsübung auf jeden Fall und auch nicht einfach. Vielleicht findet man irgendwann den ruhigen Punkt. Es ist lustig auf jeden Fall. Ich werde natürlich noch weitere Übungen rausholen. Das sind jetzt Standardübungen. Wir holen uns einmal auf den Ball. Habe das Gefühl, ich könnte den noch wieder weiter aufblasen, dass da wieder ein bisschen Luft rausgegangen ist. Und zwar spannen wir jetzt den hinteren Teil der Beine an. Und fang an, beide Beine abwechselnd nach oben und nach unten zu bewegen. Es ist lustig. Es fühlt sich auf jeden Fall lustig an. Seite. Wie gesagt, ein kleines Einspielen mit dem Ball kommt irgendwann noch mehr. Wir nehmen einmal
etwas auseinander, kommen wieder mit dem Oberkörper nach vorne, machen uns lang, Kopf gemächlich ablegen und strecken. Das Gefühl heute ist aber auch alles in Gange. Kettensäge, Traktor, so, wir schieben einmal die Handflächen nach vorne und zurück, greifen nach den Äpfeln, ziehen die Schultern lang. Und kommen dann mit der rechten Hand unter den linken Arm und ziehen auch da die Schulter lang. Wechseln einmal die Seiten. Also heute ist der Lärm wieder extraordinär laut. Dann kommen wir wieder zurück, nachdem wir wieder die etwas entspanntere Haltung hatten. Kommen wir wieder mit den Ellenbogen nach vorne, richten uns auf und kommen in den herabschauenden halben Hund, so nenne ich ihn jetzt mal. Dann kommen wir wieder nach vorne und schieben einmal wieder das rechte Bein nach vorne. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man auch Gummi da drunter hat. Aber am besten hält es nun mal so. Wir schieben wieder das linke Bein nach unten weg. Versuchen mit der Hüfte auf dem Boden zu landen. Und wenn wir soweit sind, dass wir einigermaßen entspannt sind, kommen wir mit den Handflächen nach vorne, senken den Kopf ab. Kommen wir wieder zurück. Wechseln einmal die Seiten. Meine Sorge geht flöten gerade. So, Hüfte Richtung Boden. Und wieder die Handflächen nach vorne, beziehungsweise Ellenbogen. Dann richten wir uns wieder auf. Ja, das ist dann doch der Nachteil. Einmal in die Gerade. Und dann knien wir uns einmal hin, nachdem wir uns ein bisschen gerichtet haben hier wieder. Wir knien uns einmal hin und kommen einmal mit den Händen zur Seite nach vorne. In unserem Körper einen Moment der Ruhe. Tief ein- und ausatmen. Kommen wir langsam wieder nach oben und strecken uns einmal nach oben raus.
setzen wir uns einmal hin. Nimm einmal das rechte Bein über das linke Knie und drehen uns. Nimm den linken Ellbogen auf das rechte Knie. Wechseln dann natürlich auch die Seiten. Es ist endlich mal Ruhe. Ich glaube, wir haben Frühstückspause. So, wir rudern noch ein bisschen. Und zwar nehmen wir das Band wieder an die Fußballen. Mittlere Stärke. Machen wieder so 20 Einheiten. Rücken gerade, Schultern zurück und ziehen das Band zu uns ran. Diese Übung ist natürlich gut für die Schultern. Dankeschön für dein Follow. Ich kann jetzt nämlich verziehen. Ich kann den Namen nicht lesen. Trade, Knight. Ja, auf jeden Fall danke für den Follow. Ich habe meine Brille nicht auf. Oh, ich merke es selber, es wird langsam schlechter. So, 10. Das ist so die optimale Grenze für mich jetzt zumindest. So, jetzt wenn ich ein bisschen dichter dran bin. Trade Pharmax, danke für den Fall. Jetzt haben wir es auch. Übergang gleich zum Block. Kann natürlich auch was anderes nehmen. Und wir dehnen einmal die Wirbelsäule, indem wir natürlich den Kopf wieder auf dem Block positionieren. Und ich denke mal, Tag für Tag wird es besser. Aber es ist ein bisschen besser heute. Wir können gleich unseren Kopf auf den Block positionieren. Ich versuche dabei meine Beine natürlich zu entspannen und keine Kraft aufzuwenden. Wenn es zu viel wird, einmal wieder locker lassen, Rücken gerade. Und nochmal wiederholen. Schon mal sehr gut heute Morgen. Rücken wieder gerade und wir drehen uns noch mal zum Boden. Nehmen die Knie nach oben und nehmen einmal die Hände zur linken Seite, spannen die Bauchmuskulatur ab und an und wechseln die Seiten. Drehen dabei schön die Wirbelsäule mit.
Und dann kommen wir wieder zur Entspannung. Wir nehmen die Knie in die Hand und kreisen einmal die Hüfte, massieren die Wirbelsäule etwas, gönnen der auch mal ein bisschen Ruhe. Ich glaube, ich muss mich an die Socken erstmal gewöhnen. Das ist schon eine Umstellung. Man hat zwar mehr Gefühl zum Boden, also zu empfehlen ist es auf jeden Fall. Aber sie können natürlich auch rutschen. Das ist dann nicht ganz so angenehm. Dann nehmen wir nochmal den Block. Zu guter Letzt schieben den unter unseren Steißbein. Schieben die Schulter zurück. Mein Muskel zittert von ganz alleine. Was habe ich gemacht? Ich schiebe mal das Knie zu mir. Und wir machen das Dreieck, bis wir mit dem Bein zum Boden gelangen. Entspannt runterbaumeln lassen. Andere Seite. Und um nochmal den Rücken richtig durchzustrecken, beide Beine nach unten. Und den Block entfernen. So, ich denke, wir waren fleißig heute. Wir sind über sogar eine halbe Stunde. Zum Sport. Für mich heute war es das mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse mir da noch ein bisschen was einfallen, was den Ball betrifft. Vielleicht, meine Kamera ist wieder zeitverzögert. Der Delay ist beachtlich. Haut rein. Danke, Leute.